In diesem Video werde ich euch über ein paar Dinge in Erfahrung bringen zu diesem Kanal. Aber vorher geht es erstmal los mit diesem Video. Als ersten Punkt, den ich aber nur in Klammern setzen werde, möchte ich ansprechen, dass ich vielleicht mit TikTok anfange. Ich habe bereits einen TikTok-Kanal, habe darauf aber noch nichts hochgeladen. Außerdem werde ich vielleicht mal mit Twitch anfangen, wenn ich eine größere Reichweite generiert habe, da es dort einfach hochwertigere Livestreams gibt und die Livestreams weniger Verzögerung haben. Zweitens möchte ich sagen, dass ich vielleicht bessere Videos machen möchte. Also ich würde jetzt bitte euch fragen, ob ihr es besser findet, dass ich regelmäßig Videos mache. Das heißt, jeden zweiten Tag im Video. Die hätten dann aber nicht diese Qualität wie bei der Premiere, die ihr letztens gesehen habt. Ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Nämlich so, dass ihr erstens bis zehntens schreibt, also zu jedem Punkt etwas. Und dann sagt, was ihr sagen möchtet. Zum Beispiel, zweitens, ich würde gerne bessere Videos haben, aber dafür nicht so regelmäßig. Sowas eben. Drittens möchte ich sagen, dass ich gerne mal Fortnite-Content machen würde oder Multiverses-Content und mal bei euch schauen möchte, wie das so ankommt. Bei Multiverses, das ist ein Game, was so ähnlich ist wie Smash Brothers. Und das ist zurzeit in der Open-Beta-Phase. Und Fortnite müssten eigentlich die meisten kennen. Als vierten Punkt möchte ich ansprechen, dass ich gerne mal ein Hardcore-Projekt mit Swanny machen möchte, wo wir dann versuchen müssen, 100 Tage in Minecraft Hardcore zu überleben. Ja, Swanny kennt ihr ja bestimmt. Sein TikTok ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut da unbedingt mal vorbei. Der Tag, an dem es anfängt, steht aber noch nicht fest. Als fünften Punkt möchte ich ansprechen, dass das Projekt Mountain Island leider nicht das war, was ich mir für meinen Kanal erhofft habe und mir es nicht so viel Spaß gemacht hat, da ich alleine war und es mir meiner Meinung nach mehr Spaß macht, ein Projekt mit Freunden zu spielen. Sechstens möchte ich sagen, oder besser euch darum bitten, dass ihr bitte unten in die Kommentare Spiele reinschreibt, die ich mal testen soll oder meine Meinung abgeben soll. Das heißt, ihr schreibt dann sowas wie zock mal bitte Fall Guys und gib deine Meinung ab. Sowas eben. Als nächste Idee hätte ich, dass ich gerne PvP-Challenges machen möchte und generell mehr PvP auf meinen Kanal bringen. Das finde ich sehr gut, da mir PvP-Videos auch sehr viel Spaß machen zu schneiden und ich Lust hätte, auch mal solche PvP-Challenges zu machen, wie zum Beispiel ohne Rüstung gewinnen, Minecraft PvP nur mit Steinschwert, sowas eben. Zudem möchte ich auch noch fragen, ob ihr dann lieber Java-PvP möchtet oder Bedrock-PvP. Mit Java-PvP bezeichne ich einfach das ganze PvP, was es so im Java-Bereich gibt, wie 1.16 Skywars und 1.8. Und Bedrock-PvP bezeichne ich halt alle anderen Server, die zur Bedrock gehören. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Als neunten Punkt möchte ich ansprechen, dass ich gerne Challenges im Minecraft Survival machen möchte. Ich habe nämlich einen Aternos-Server für die Java, wo man viele Basti-GRG-Challenges spielen kann. Als letzten Punkt möchte ich sagen, dass ich vielleicht ein neues Format bringen würde, nämlich Texture Pack der Woche. Das heißt, ich schaue mal so in den Trends, was gerade so das Texture Pack der Woche war oder das beste Texture Pack und würde es dann jeden Sonntag vielleicht hochladen, diese Woche jetzt noch nicht. Ich überlege mir noch, wann es anfängt und dann halt dazu meine Meinung abgebe und es euch vorstelle. Ja, das waren auch alle meine Punkte. Wie gesagt, schreibt unten eure Meinung in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder vielleicht in mal anderen Content. Ciao, Leute.